Ja. Na gut, wollen wir mal reinstarten? Ich denke, ich Und bin schon bin. lange am Laufen. Okay. Ich denke, wir machen uns auf nach, wie heißt es? Ja, Skybreak, genau. ich hole mir noch dieses eine Item, was ich da haben wollte. Was war das für ein Item? Oh, Powerbombe braucht man hier. Interessant. Oh, was ist hier denn? Das ist Durchgang? Ja, kürzer. Oh. Ah, cool. Aha. Das Wo war bist du denn jetzt? überraschend. Ich bin nach Skybreak gegangen. Ah, ich sehe es schon. Ah ja, du lässt dich immer spoilern in meinem Stream. Hätte nicht damit gedacht, dass nicht damit gerechnet, dass sie den einfach hinter der ersten Tür bringen, die es hier gibt. Was ist das? Aber eigentlich ein ganz spannender Ridley-Kampf, weil man hat halt echt weniger Ausstattung als sonst so. Screw-Attack macht ihn trotzdem ganz interessant. Du? Oder ein bisschen einfacher. Ups, was? Okay. Willst du schon greifen? Ich glaube, du willst greifen, oder? Nee, willst du nicht. Doch, willst du. So viel schlechter sind wir doch Naja, gar nicht leider. ausgestattet. Gut, wir haben keinen Plasma-Beam, aber das war's dann auch schon. Genau, du hast kein Plasma-Beam. Du hast weniger Supers. Vielleicht nicht massiv, aber 35 Supers kannst du ihn halt, wenn du alle triffst, gerade so klatschen mit. Und ich habe den Eindruck, er 35. hat mehr Leben. Zumindest kann ich Das ihn. hast du bei jedem Boss bisher gehabt und jedes Mal stimmt es nicht. Hatte ich das bei jedem? Nee, bei Crate hast du gesagt, der hat mehr Leben. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich es nicht hatte. So, wo gehst du Tür jetzt hin? Das war auf jeden Fall ein extrem interessant platzierter Ridley-Kampf. Oh, Nein, nein, what? nein, 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 nein. Krass. Okay, ich habe den Eindruck, wir haben das Ende eingeläutet. Was? Moment. Phoenix Wings, das ist 100 pro Speed, hier Space Jump. Ja, das 100 pro Space Jump, aber was? Warum muss ich hier durch? Warum sind wir in. Was? Soll man hier durchfallen oder ist das. Sieht so aus. Okay. Weil es hat ganz schön wehgetan. Was? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Fuck, also irgendwo in dem linken Gebiet, schätze ich. Aber ich war hier noch nie oder die Dann Karte ist ist das, was neu? ich gerade mache, ziemlich Doch, unnötig. hier waren wir schon. Wahrscheinlich. Okay, dass uns direkt das Ende erwartet, hätte ich nicht vermutet. Ja, Gott sei Dank habe ich zwei geholt. Was hast du geholt? Gott sei Dank habe ich zwei kleine Hacks genommen. Das stellt mir jetzt ziemlich doof dar. Ja, also ich meine, wir können auch gerne noch, wie ich schon gesagt habe, wir können auch gerne noch probieren, Richtung 100% noch zu gehen. Ja, da kannst du dich dumm und dämlich suchen bei Hacks. Das lass mal lieber da bleiben. Das. Oh, was? Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man sich da dumm und dämlich suchen kann. Ich bin Nein, das falsch Problem ist, gelaufen. dass du bei vielen Ah, Hacks hier. einfach keine 100% hast. Und dass dir Ah, wirklich okay. explizit gesagt wird, wie viel Prozent das denn nun sind. Ich dachte, meistens haben die das in den Readmes irgendwie angegeben. Problem ist, dass manche Hacks einfach keine README haben. Nicht mal auf der Seite? Das ist krass. Aber es sieht nach einer richtig hier einfachen Zeit aus, kann es sein? Ja. Also Ja. der Baum ist es ja schon. Wo können die Tiere sein? Kein Plan. Ja, also das ist ja richtig entspannt, oder? Das ist nicht Ridley, das ist eine riesige, große, brennende Eidechse. Ja, ich glaube, hier gibt es leider keine Tiere. Ich wüsste nicht, wo. Ich hatte mich ja gespannt, was jetzt hier da ist bei ihr, wo ich bin. Und du hast auch keinen Hyperbeam, kein Mother Brain. Das ist alles, Wäre so ulkig, wenn ich jetzt den Plasma-Beam finde. Stimmt, der müsste eigentlich noch offen sein. Aber es ist interessant, ne? Da haben sie wirklich alle Beams irgendwie optional gemacht.
Bis auf Wave Beam. Wave Beam, glaube ich, war auch, glaube ich, nicht optional. Na doch, Wave Beam braucht. Ja, gut, wenn du den Green Gate Glitch gemacht hast, nicht, aber ansonsten. Ansonsten brauchtest du ihn, glaube ich. Nein, ich um Gravity zu holen. Ich habe das Ganze jetzt hier für eine Super Missile gemacht. Na, immerhin, dann hast du die Original Ridley Ausstattung. So gut wie. Ne, wobei eigentlich kannst du bei Ridley schon 50 Supers haben, oder? Ich glaube, da Ridley der letzte Boss ist und auf der Flucht gibt es noch zweimal Missiles, glaube ich. Ja. Ja. Okay, das war ein schnelles Ende, verdammt. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also ich habe zumindest damit gerechnet, dass sie ein Plasma noch so ein bisschen, ja, vertrackter hinstellen. Selbst mit den kurzen Hacks, die wir da haben, unter 12 ist, da können wir uns ja nochmal den Arcade angucken. Ja, ja. Ich meine, da kannst du ja sowieso jederzeit aufhören, wenn du lustig hast. Mhm. Naja, also vom Konzept fand ich den schon ganz spannend. Vielleicht machen, können wir den sogar priorisiert machen. Oder sagst du, die anderen Hacks sind interessanter? Den anderen müsste ich jetzt erstmal holen und lass uns doch da reinschauen. Ja, können wir ruhig machen. Also eine ist von Metroid MST, falls ihr das was sagt. Nee. Leider kennst nicht. Du Shy Guy? Ja, grob, aber. Den Shy Guy Express, der ist das. Ah, okay. Mhm. Warte, hier ist ja auch noch. Flucht. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Meine vorletzte Nachricht hast du, glaube ich, übersehen. Ich lese nochmal, warte. Mal grob runtergebrochen, die Episode fängt damit an, dass sie irgendwo hinkommen, treffen jemanden oder Urlaub, da passiert ein Mord, dann sucht Colin die Beweise nach. Legt den anderen schlafen, klärt den Tathergang, dann bereut er es zutiefst, Ende. Ja, ja, im Grunde hast du irgendwo recht. Also die, ja, das Kennenlernen neuer Charaktere wirkt immer so ein bisschen gezwungen. Aber das ist auch grundsätzlich schwierig, glaube ich, wenn man halt eine Serie aus lauter Krimi, also aus lauter Krimi-Fällen bauen will, weil halt ständig die Leute weg sind nach dem Krimi, also die Mörder zumindest. Und auch die Ermordeten. Und damit musst du quasi viele neue Charaktere immer reinbringen. Und ansonsten, ja, die Art und Weise, wie den Tathergang klären und auch die Art und Weise, wie der Täter dann am Ende damit umgeht, ist doch ziemlich unterschiedlich tatsächlich. Von was? Mir ist alles scheißegal und ihr seid die größten Lappen und ich bin der krasseste Typ und es war alles richtig, wie ich es gemacht habe, bis zu, oh mein Gott, ich muss mich umbringen, das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe und war auch noch ein Missverständnis oder sowas. Also, da ist alles dabei. Und das macht schon ein bisschen spannend, würde ich sagen. Also auch so ein bisschen in die Täter reinzugucken, was die so bewegt. Conan, der Anime, das ist ja sowieso, was war das, irgendwie über 50% Filler? Also, das ist richtig heftig. Ja, das schon. Your Rate for Collecting Items ist 76%. Das klingt gar nicht mal. Und es ist auch eine Kommazahl angegeben. Das heißt, sie haben auf jeden Fall irgendwas verändert. Also 76,2%, das heißt für mich eigentlich, dass sie die Anzahl angepasst haben an die echt zu sammelnden Items. Und ich finde, 76% klingt auch vernünftig tatsächlich. Also es könnte stimmen. Ich weiß nicht, was hattest du an Items, aber wir haben nur 5 Powerbomben gefunden, ne? Irgendwie merkwürdig. Das stimmt, das ist ein bisschen weird. Aber ich meine, ich fände es jetzt schon cool, wenn wir vielleicht nochmal eine Runde über die Karte machen, nochmal versuchen, Sachen mitzunehmen. Nachteil ist, wir kriegen leider keinen Space Jump. Das müssen wir uns, glaube ich, komplett abhaken. Aber so einmal durch die Map gehen. Ja. Ich guck mal eben nach, ob da irgendwas unter Construction ist. Wie viel Prozent das gibt. Wie hießen denn noch? Die waren safe zensiert, was das Blut angeht. Ich glaube auch, dass da was war, aber ich könnte es nicht beschwören. Das Blut war zu sehen. Es war zu sehen, ja, aber ich glaube, die haben manche.
Ich glaube, die haben manche Bilder, wenn explizit irgendwo ein Toter in der Ecke gezeigt wurde mit massiv viel Blut, das haben dem Deutschen, glaube ich, ein bisschen rausgepackt. Nicht alle Bilder, aber welche, wo wirklich die Leiche halt komplett im Zentrum und, ja, ohne Verschleierung und so gezeigt wird, da haben sie, glaube ich, ein bisschen was gemacht. Das Blut selbst haben sie nicht ganz rauszensiert, das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich glaube, sie haben schon was gemacht. Es war halt so ein bisschen inkonsistent in der Art und Weise. Schade, wäre ein schönes Versteck gewesen. Stream zu Ende, ja. So sieht's aus. Ja. Wir hatten heute nur 5 Minuten geplant. Plus 20 Minuten Anfangsprobleme. Die waren auch fest mit eingeplant. Rat nicht, dass es im Skript stand. Was gab's hier eigentlich nochmal? Auf jeden Fall Piraten. Komm, du Lümmel, stirb endlich. Weil ich meine, also hatten wir, ich bin mir komplett unsicher, ob wir noch einige Speedbooster-Blöcke im Gebiet links unten irgendwie übrig hatten oder nicht. Das ist für mich so ein bisschen... Ich war ja gerade im Gebiet links unten. Ah, okay. Und hast du da was gefunden? Ja, eine Supermesse. Das war's. Na, immerhin. Selbst die japanischen Episoden sind zensiert, eigentlich und allein der Manga ist uncut. Da kann man alles bewundern, aber halt schwarz-weiß. Ja, gut. Ist auch in gewisser Art und Weise zensiert, würde ich mal behaupten. Genau, hier, das war's. Hier konnte man doch genau so durch. Perfekt. Nochmal eine Thermal Missile mitgenommen. Ja. Jetzt habe ich 125, 35, 5. Und du hast noch eine Super irgendwo gefunden. Ich habe, glaube ich, 40 und 140. Okay, krass. Dann hast du doch nochmal einen Ticken mehr gefunden an normalen Missiles auch. So wie es aussieht. Aber tatsächlich... Kann ich mich eigentlich ganz durchfallen lassen, oder? Du meinst mit dem... Was ganz durchfallen lassen? Du meinst mit dem... Meteor Strike, oder wie auch immer das hieß. Meteorite. Boah. Bin ich fast bei der Flucht gestorben. Ah ja. Ja... Mit der Säure, das ist nicht so cool. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ah, und hier ging es Richtung Void Engine, richtig. Terra 0, Terra 0. Ah, das ist eklig. Aber auf der Karte sieht man halt auch wirklich nicht mehr so viel, was da übrig bleiben würde, ne? Ne. Oh, Energie, die nehme ich doch dankend mit. Luzi, hast du One Piece geschaut? Nee, tatsächlich nicht. Das, hast du es vor? Gute Frage. Ich weiß nicht, One Piece ist auch... Ich weiß nicht, wie verträglich ich für One Piece bin. Ich hab's halt Kind halt mal geschaut und fand es da nicht so spannend. Vielleicht müsste man sich das ja als Erwachsener nochmal geben. Vielleicht wird's da nochmal eine Spur spannender, keine Ahnung. Jetzt auch die letzten Jahre noch warten. Bitte? Da kannst du jetzt auch die letzten Jahre noch warten und sagen, hier komme ich mit zu den Senders. Ah ja, okay. Ja, das letzten also Jahre, das keine Ahnung, wie viel man da noch erwartet, dass man das noch kommt. Also wir sollen jetzt im letzten Arc sein. Danach soll nichts mehr kommen. Ah, okay. Kannst du ja Fate angucken. Es geht schneller. Fate? Ja. Das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Das ist eher an erwachsenes Publikum gerichtet, von der Gewalt her. Mhm. Super cool, ist bei Netflix.
Oh ja. Das heißt auch deutsche Synchro. Ja. Und auch wirklich gute, also da wurden sie auch schon sehr viel für gelobt. Ja. Was ja echt bei der deutschen Synchro echt ganz selten passiert. Ja, ja, das ist schon schwierig. Ich meine, da musst du halt auch viel Geld in die Hand nehmen und in Deutschland ist halt für Animes noch nicht so wahnsinnig viel. Ja, wird dann nicht so viel in die Hand genommen, typischerweise. Ist halt nicht das größte Publikum dafür, nehme ich mal an. Ich denke, das Publikum ist gar nicht so klein, wenn man sich anguckt, wie das aussieht jetzt bei hier an Mangas, wie viel immer mehr nach Deutschland kommen. Das Problem ist wirklich durch diese Conan-Thematik damals aufgekommen. Das ist da kein Rechner. Kein Sender mehr groß dran traut. Mhm. Ja, echt schade. Hat der RTL 2 viel bezahlen müssen für Schadensersatz oder so? Nee, aber es ist, war halt aus, komplett aus dem Programm raus, das Ding, ne? Ja, aber das ist ja ein finanzieller Schaden, der eigentlich überblickbar ist, wenn du halt von jetzt auf gleich aufhören musst. Und Conan. Ja, aber sie wollten halt nichts Neues mitbringen, ne? Und dann sind sie halt irgendwann auf dieses, ich sag jetzt mal, ja, dieses sozial unverträgliche TV gekommen. Ja, was alle Leute mehr schadet eigentlich als unzensierte Animes. Das ist so ein Mist, was da läuft. Dieses Pseudo-Reality, also. Da kann man halt wenigstens sagen, dass man nur dumme Menschen zeigt und das war's. Ich frag mich, warum sich die Schauspieler das, warum die sich das geben. Also. Ja gut, ich meine, die Schauspieler kriegen halt ein bisschen Geld, ne? Wenn du so Student bist und ein bisschen Einkommen kriegst, sagst du nicht nein. Aber so zum Löffel mache ich mich dafür noch nicht. Pff, weiß ich nicht. Also, wenn du sagst, das ist ja eh nur ein Schauspiel und das bin nicht ich. Und also, ich kenne tatsächlich jemanden, der da mal mitgespielt hat. Nicht wahnsinnig intensiv, aber zumindest kenne ich ihn. Und ja, das ist halt jemand, der hat halt gerne früher Musical gespielt und so und war halt schauspielerisch schon so ein bisschen begabt, würde ich sagen. Und ja, hat sich dann halt gedacht, gut, dann mache ich sowas halt mal. Bisschen Nebeneinkunft, kann ich schaden. Bei uns hier in Heide wurde einer der schlechtesten deutschen Filme aller Zeiten gedreht. Der da wäre? Kartoffelsalat. Kartoffelsalat, okay. Wie kommt man auf Kartoffelsalat? Irgendein YouTuber hat das gemacht, keine Ahnung. Echt? Oh, das war schlimm. Der arme Kartoffelsalat. Was war da so die Story da drin? Oh, frag mich nicht, ich hab's Gott sei Dank nicht gesehen. Also schlechtester Film, nicht von dir selbst beurteilt, sondern von... Nee, es ist bei Rotten Tomatoes und sowas ist der ganz weit unten. Ich bin ziemlich überfragt, wo ich eigentlich hin will. Du wolltest Speedbooster-Rätsel suchen. Ja, das ist halt nicht drin. Ja, ist jetzt wirklich gezwungen. Ich bin ja gleich durch und dann können wir die anderen starten. Ja. 79.1. Na, siehst du. Ich würde sagen, mir fehlt. Ich glaube, mir fehlt ein Item. Kann das sein? Weil wenn, steht kann ja gut drin, sein. 09, ich hatte eins weniger. Na, es steht halt 80% ist das Maximum. Also, ich habe auf der Seite noch. Ach so. Ja, krass. Da stand 80%. Und wenn du sagst, du hast 79.2, dann habe ich das eine Item da geholt. 78.2. Aber was mich wundert, du hast gesagt, du hast 140 Missiles, oder? Weil ich habe nur 125. Das kann irgendwie nicht sein. Ich starte gleich nochmal. Moment, da muss ich resetten, ne? Es passiert hier nichts. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich 78.2 oder 79.2 hatte. Nee. 78.2 oder. See you next mission. Bleibt, bis ich was passiere, ne? Bis ich was mache, ne? Ich glaube ja. Da kannst du nicht viel ändern. Musst du resetten. Das mal.
Wenn du es resettest, also wenn ja, wenn du ein Item mehr hättest als ich, also nur die eine Super und auch 125 Missiles, guck mal, dann. Ich habe ja im Schiff gespeichert gerade. Ja, genau. Na, 25, 40, 5. Ja, das klingt ganz vernünftig. Dann fehlt dir tatsächlich nur ein Item, denke ich. Nee, 130. Ich habe einen habe ich auf dem Weg zu Dings geholt. Zu Ripley. Echt? Da gab's noch einen? Ja, die hattest du damals geholt und ich nicht. Na. Habe ich vielleicht doch auch 130? Mal gucken. Ich krieg noch ein bisschen Missiles. Aber nee. Ich habe 125. Also hast du zwei Items mehr als ich? Kann ja nicht sein. Das kann irgendwie nicht sein, ne? Also ich habe jetzt 130, 40, 5. Ja, ich habe 125, 35, 5. Ist ein bisschen weird. Also ich gehe davon aus, mir fehlt 1. Würde sich aber oder nicht zwei. Ergeben aus dem, was wir jetzt gesehen haben. Dann fehlen mir 2. Also mir fehlt 1 oder 2. Das kann sein. 2 könnten sein, das würde zumindest von den Prozentzahlen Sinn ergeben. So, wollen wir doch mal gucken. Ja, in den Wasserbereich könnten wir noch mal rein. Aber ich glaube, da ist dann auch nichts. Also ich bin komplett überfragt, wo man hier nochmal lang könnte. Die Urodanz sieht ziemlich abgeschlossen aus. Terra Null sieht bei mir ziemlich abgeschlossen aus. Aber, ja, Terra Null sieht bei mir auch, obwohl, nicht hier ging es noch nach oben. Ach, Terra Null. Ich habe Terra Null verstanden, deswegen, hä? Terra Null. Aber soll ja Terra Null heißen eigentlich, oder? Also 0 Kelvin, Celsius, was auch immer. Irgendwie niedrige Temperatur. Ich denke, das ist die Anspielung. So, mal gucken. Aber es ist ein bisschen miese, dass man nur so wenig Powerbomben bekommt. Ich mach die Map, ich glaube, ich weiß, welche Missiles hier noch fehlen. Okay. Also hier oben fehlt mir noch ein Durchgang. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Und ich geh mal auf die Map. Bin ich. So, achso, ja, nee, hast du doch die. Also siehst du, bei dem Energiepunkt da oben ist die Supermissile. Bei dem Energiepunkt? Hier, ja, echt? Ja, bei dem Energieauflader. Da links den Tower weiter hoch. Ja, okay. Da siehst du da auch so eine Ausbuchtung. Und ja, da, ja, genau. Da ist halt auch die. Da wollte ich jetzt auch gucken. Da musst du nicht nach rechts, sondern nach links. Nach rechts kommst du nämlich einfach nur nach oben. Okay. Was? Wo zum Geier war ich da gerade? Das war weird. Ich geh mal in Void gucken. So sollte das, glaube ich, nicht aussehen mit der Kamera. Okay, wenn du wirklich nur ein Item oder zwei Items brauchst, das ist halt schon krass. Dann waren wir relativ gründlich tatsächlich. Was ich nicht unbedingt den Eindruck habe, immer in Hex, aber. Ist nicht, glaube ich, dran, dass wir auch zu zweit gespielt haben. Ja, das hilft auf jeden Fall viel. Da gebe ich dir recht. Ja, und dadurch, dass wir unterschiedliche Auffassungen, hier Auffassungen. Unterschiedliche. Ja, Wahrnehmungen haben. Okay, ich glaube, ich könnte noch ein Item gefunden haben. Tatsache. Ach, Moment, hast du das gemeint? Nein, aber geh doch mal durch. Du meintest weiter oben eine Super, ne? Das ist keine Super. Oh, ist eine normale? Hattest du die Super hier dann schon? Nee, Moment, nee, die hab ich nicht. Okay. Die hab ich nicht, die fehlt mir. Krass. So viel zu. Ist gut, dass wir zu zweit spielen. Du musst jetzt nach rechts. Ja, ich habe hier nur das mal einmal gemacht, weil ich gesehen habe, hier gibt's noch einen Speedbooster-Durchgang. Das war, glaube ich, relativ cool. Würde ich gerade wieder am kürzesten hinkommen. Oh, das ist schon ein bisschen ärgerlich, hier immer wieder hochzukommen. Aber ich glaube, hier kommt. Oh, hier doch, hier kommt man hoch. Perfekt. Hätte ich gerade nicht mehr vermutet. Auch funktioniert. Perfekt.
Das hieß ja, wenn im Endgebiet bin ich mir eigentlich so sicher, dass wir so viel Zeug vergessen haben. Weil ich da Kann aber echt nicht nicht sein. besonders aufmerksam war, aber dass wir echt im Anfangsgebiet das vergessen haben. Gut, macht irgendwo Sinn, weil du da halt noch keine Items hattest, ne, aber. Oh, hier ist auch nochmal. Oh, hier ist super. Oh, hier war ich schon mal, offenbar. Da musst du nach ganz oben, wo du jetzt bist. Da ist hier Charge-Spring gewesen. Ja, also Wo du jetzt hin bist. hier nicht, sondern weiter rechts wieder. Links. Ach so, also doch links durch und da oben gibt's eine Super, meinst du? Nee, du, ach so, ja, du musst jetzt rechts und dann hoch. Genau. Also nicht im Charge-Beam-Raum, sondern weiter nee, nach hoch. oben musst du. Das Nee, das meinte Problem ist, ich sehe deine Map immer zeitversetzt. Ja. Ah, hier war Powerbomber, ja, okay. Ist auch immer verdächtig, wenn man so ein. Und jetzt meinst du durch die Wand, ne? Ich bin zu Hause. Handy von Opa ist klasse, wenn man den Notruf akzeptiert. Welchen Notruf? Doch direkt oben durch? Ich dachte, man soll nicht oben durch, sondern erst links oder so. Naja. Nach oben musst du. Nee, da musst du nach oben noch. Ah, hier war falsch. Ja. Verdammt. Wir sind in genau die Stelle reingegangen, die auch ich bin. Ja, also nach unten. Da hatte ich nämlich auch mal ein Problem mit dem Ding. Nur wo zum Geier hast du denn noch eine Missile mehr als ich? Oder ist das eine Missile? Nein. Das ist eine Super. Eine Super Missile. Ja. Wo hast du die eine Missile mehr als ich? Keine Ahnung. Da kann man natürlich jetzt ewig suchen. Ne, warte, ich bin mir ziemlich sicher, dass es müsste ein Void gewesen sein. Die eine Missile? Mhm. War ich da zu faul nochmal? Ja. Hinzugehen? Ja. Okay. Okay, ich hätte nämlich ein gutes Beispiel zum Thema Zensur bringen können, aber wenn du es nochmal schauen möchtest, lasse ich das mal sein. Muss sagen, One Piece am Anfang sehr okay, aber steigert sich im Laufe der Zeit. Ganz okay, aber steigert sich im Laufe der Zeit. Ja, das ist immer tatsächlich schwierig. Also ich habe auch irgendwann mal, ja, kennt ihr wahrscheinlich auch beide oder vielleicht sogar alle, Bleach? Habe ich mir mal angeguckt und... Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz reingekommen irgendwie. Ist ja irgendwie auch ein Klassiker so, aber... Ja, hat sich dann bei mir irgendwann verabschiedet, das Interesse, und dann auch gar nicht mehr weitergeguckt so. Also wenn der Anfang nicht passt... Echt? Krass. Ne. Ich dachte, das wäre echt ein Klassiker. Ist es auch. Okay. Also das ist schon richtig, aber ich habe ihn halt nie geschaut. Ja. Dann ist natürlich schwieriger, klar. So, einmal hier durchs Geheimnis. Wie komme ich denn da am besten rein, ohne da jetzt runter zu müssen? Geht doch nicht. Ganz schön viele Supers, die man hier einsetzen muss. Genau, und hier unten durch. Wie war das noch bei Super Metroid? Zählen dann nur die Small Items oder auch die großen? Alles. Meinst du, du hast ein großes Item verpasst? Nein, ich wollte nur nicht unbedingt Gridley bekämpfen, sondern einfach ausrechnen, ob es passt. Ach so, ja, okay. Boah, aber gute Frage, wie du das ausrechnen willst. Einfach die Anzahl der Items. Ja. Ja, Weiß kann man ne? probieren. Vergiss aber nicht den Metroid, der wird nicht angezeigt. Das ist ein bisschen bitter. Na, das, dann könnte. Ah. Die Frage ist, wird er dann gerechnet? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht sagen. Das würde nämlich dann gut passen.
Mit 80 Items. Aber wie viel habe ich denn eigentlich? Ich meine, 125 sind 25 Missiles plus, ja, dann 45. Ja, es wird aber wahrscheinlich 50 Supers geben, oder? Es würde mich wundern, wenn es 45 gibt. Und hier, das sieht auch verdächtig leer aus irgendwie. Das ist doch das, wo du die Super kriegst. Genau, aber es sieht trotzdem verdächtig leer aus, meinst du nicht? Also hier nur dieser eine lange Gang zu Super. Nochmal eine Powerbombe zünden. Nochmal eine Powerbombe zünden. Nochmal eine Powerbombe zünden. Und drüber jammern, dass man keine Powerbombe hat. Ehrlich gesagt nicht so sonderlich, die Muße dran mit... Warte mal, die Stelle sieht auch verdächtig aus. Was mich halt abschockt, hier 100% zu suchen, ist halt, dass du weder... Na, wie heißt es hier? Weder massig Powerbomben hast, noch den X-Ray. Ja, das mit den Powerbomben ist ein bisschen Abfuck, da gebe ich dir recht. Aber ja, also wenn dann, wie ich gesagt habe, wenn dann einmal über die Karte gehen und einmal gucken, ob man irgendwo noch was Offensichtliches findet. Und ich meine, allein durchs jetzt über die Karte gehen, haben wir eigentlich schon wieder relativ viel gefunden. Also, ich habe eine Sache gefunden, du hast zwei Sachen, nee, auch eine Sache gefunden und noch eine vom letzten Mal mehr. Ja, genau, ich habe zwei Sachen gefunden, aber... Echt? Die hattest du ja schon. Achso, ja gut, ja. Nee, das eine hatte ich noch nicht. So, wie komme ich jetzt hier am saubersten wieder zurück? Oh. Über Create, würde ich sagen. Hier unten glaube ich eigentlich nicht dran, dass wir noch was vergessen haben. Also Richtung Void Engine, ach, meinst mein Schatz. Du? Ja, Richtung Void Engine könnte passen. Sozi, es muss keine runde Anzahl an Missiles geben. Ich erinnere mich an Dragon, als er im Pheasant-Hack gespielt hat, und wenn er auch eine ungerade Zahl an Missile und E-Tanks. Das ist richtig, aber 45? Wenn ich den Hack designen würde, würde ich nie im Leben 45 Supers nehmen. Also klar, es muss nicht, da gebe ich dir recht, was? Aber... Ich soll was sagen. Lacht meine Frau. Was das? Sag mal was. War wahrscheinlich die Aussage. Nehme ich an. Hey, Andi, sag mal was. Was? Okay, hier beim Eingang haben wir, glaube ich, auch alles. Ah, verdammt. So gedacht, du hast ein Secret gefunden und doch keins. Ich bin nicht zu hören. Was? Wieso bin ich nicht zu hören? Das kann aber... Hä? Wow. Nicht sein? Sehr gut sein? Vervollständigen Sie den Folgen... Ah, hier ist eine... Was? Stimmt, hier ist noch eine Super. Hast du die schon? Nicht. Haha. Aber ich hab gerade... Wie zum Geier kommt man da hin? Befürchtung. Meine letzte Powerbombe. Gar nicht so schlecht. Ich glaube, hier kommt man hin. Ich finde meinen Chat so toll. Mir schreibt keiner, man hört mich nicht. So, jetzt dürftet ihr mich hören, ja? Oh Mann. Warum schreibt man nicht in den Chat, man hört mich nicht? WTF? Marie war früher ein paar Emojis. Also ich habe einen Block gefunden unterhalb von der Super, den man kaputt machen kann. Ich habe aber keine Ahnung, wie man dann da trotzdem hinkommt. Ich glaube, das war hier so ein Dunkelheitsrätsel. So. Also in dem Raum müssen wir definitiv irgendwas Cooles finden können. Das ist der Zugang zu Void Rainer, oder? Der Zugang zu Void Engine, ja.
Jetzt auf Void Ray. Ah, hier waren Screw-Attack-Blöcke, richtig. Ich erinnere mich. Das Beste sind meine Kinder, ne? Die sitzen im Nebenzimmer und hören mich nicht. Und sagen nichts. Ja, okay, ihr fällt mal durch. Perfekt. Okay, ich habe die letzte Inferno, so wie es aussieht. Jetzt musst du mir nur noch sagen, wo zum Geier ich die letzte Missile finde, die du noch hast. Glaube ich mir deine Tonspur, muss ich ein bisschen puzzeln. Ja, geht schon. Aber am besten nicht die, bevor du deinen Stream gestartet hast. Nee, ich sag dir, ich muss ein bisschen puzzeln. Ja. Wow, das war ein cooler Damage Boost. Void Engine, hast du zufällig die Karte davon? Oder weißt du auf der Karte, wo das sein soll, wo ich was verpasst habe? Es soll 80% sein. Das müsste das letzte Item sein. Ich denke es auch. Also ich muss jetzt mal gucken, wo ich... Und wo du es bist. Wären 50 Supers. Ich sag's nur. Das ist jetzt direkt dieser Übergang zu Void Engine hier, ne? Ja. Links vom Void Engine Richtung Terra Null. Oder eher in Terra Null Richtung Void Engine. Urdant. Hier unten war ein DLC-Gebiet, glaube ich. Oder? Ich meine es. Weißt du in Void Engine nochmal, wo die Missile war, die mir noch fehlt? Nein. Aber wenn ich da bin, können wir die Karte vergleichen. Das ist ein guter Plan. Auch wenn du eigentlich nicht mehr rein müsstest, aber... Ja, ich muss ja sowieso in den Nebenraum, also von daher. Also bei mir im Stream bist du zu hören, sagt Santai. Ja, das ist... Kenne ich vom Namen her, habe ich auch nicht geschaut. Okay, dann ist es offenbar zumindest nein, kein... Nein, die versuchen mich dann irgendwie per Handy oder so zu erreichen. Ja, das ist auch geil. Das hat natürlich dann nicht funktioniert. Du musst einen Handy-Stream machen. Mobile-Stream. Mobile-Game-Stream. Ist das eigentlich ein großes Ding? Habe ich noch nie gesehen, jemand, der Mobile-Game streamt. Funktioniert das überhaupt gut? So von der Übertragung? Ja. Kommt halt aufs Game an, ne? Ja, aber wie kriegst du überhaupt dein Bild vom Smartphone auf den Rechner? Das ist ganz einfach. Ja? Ja. Da gibt es mehrere Lösungen. Kostenfrei kannst du einfach mit dem Laptop und ein Kabel durch die Gegend rennen. Okay. Das wäre eine Methode. Und es gibt eine kostenpflichtige Methode. Da kannst du es über WLAN. Ah ja, okay. Wobei das wahrscheinlich... Also es klingt erstmal relativ langsam über WLAN, aber gut. Macht doch auch WLAN. Ja. Ja, stimmt. Also WLAN, mein WLAN ist tatsächlich schneller als mein normales Netz. Krass. Mein irgendwie schneller als mein Kabel, irgendwas war da. Das klingt sehr seltsam. Ja. Also eigentlich sollte Ethernet-Kabel ja immer schneller sein, würde ich behaupten. Außer du das ist dieser Raum mit diesem... Nee, das ist der zweite Raum, ne? Der zweite Raum? Ja, mit diesen Viechern. Mit den gelben Viechern. Ja, noch weiter. Noch weiter. Noch einen weiter. Genau, wenn du in dem Raum bist, dann musst du... Nee, eigentlich nur ganz rechts durch und die Screw-Attack einsetzen. Ganz rechts durch? Ja, ist erstmal an dem Super vorbei. Etwas unintuitiv. Ne, ja. Da ist die Super, da musst du vorbei. Also unten durch. Da kommst du nicht weiter. Das ist... Du musst einfach unten durch. Nach ganz rechts. Meine nee. Tochter versucht hier gerade wieder mal mit mir Kontakt aufzunehmen. Nö, das nicht. Man sagt, Lenny, mal soll ich da alles voll spammen mit
Mach dir ein Brot, wenn du Hunger hast. Ein Stück Unabendessen gekauft. Die Mini-Verpackungen. Und noch ein Marie, Stück nach man rechts. hört dich. Ich war. Und da oben. Perfekt. Nein, ich werde nur kein Brot, sondern mein. Jawohl, und einmal wieder, ja, den Secret Passageway durch. Ja. Oh, das müsste jetzt eigentlich passen dann, ne? Ja, ich denke es. Und jetzt nochmal nach Void Engine durchgehst, dann kann ich mir noch die letzte Missile irgendwie schnappen und dann haben wir auch alles. Frage ist, wie komme ich jetzt hier zurück? Also. Ja, den Rückweg habe ich gefunden, bevor ich den Weg gefunden habe. Weil ich zu gierig war, dann eine Powerbombe zu zünden. Aber es ist erstaunlich, wie wenig Powerbomben spendende Gegner, die der Ersteller hier platziert hat. Ich frage mich gerade, was man macht, wenn man Ridley mit Powerbomben besiegt. Und keine kriegt. Das wäre bitter. So, ich bin da. Wir können Map vergleichen. Ich muss sie nochmal nach weiter links schieben. Ja, wär gut, wenn ich auch mal nach rechts gehe. Also unten links ist es, glaube ich, nicht. Naja, ich denke, das wird irgendwo oben sein. Ah ja, ich sehe schon. Hier oben habe ich so einen Block, der nicht ausgefüllt ist. Hier, da ist so ein Item. Sehe es gerade nicht, aber passt schon. Ganz, also ziemlich weit oben. Bei mir in der Mitte von der Karte, also ja, fast in der Mitte, ein bisschen weiter oben. Da wo dieses Ah ja, da. eine Loch ist. Ja. Ja, genau. Das sollte es sein. Ja. Ja, willst du das noch holen, oder? Ja, ich denke schon. Weil ich hätte gesagt, sonst lass uns einfach neu starten, weil das ist jetzt hier nur rum. Ja, aber das ist ja, bin ich ja schnell da. Und dann kann Ja man gut, von dann oben kann ich ja. direkt durch nach Urdant. Ich check dann mal, ob ich jetzt 80 habe. Ja, das würde ich auch machen an deiner Stelle. Kannst ja schon mal Kann ich mich jetzt durchspielen. überlegen, wie ich schneller. Oh, man kann da gar nicht durch, stimmt. High Jump. Ist das überhaupt sinnvoll, wo ich hier lang gehe? Sieht halbwegs gut aus. Also ich und eine Karte, das geht gar nicht. Das ist. Ich und ohne Karte so ein Spiel spielen. Weiß vom letzten Dafür Mal ist schon die gar nicht Karte mehr. Ich kann da. mich an null erinnern vom letzten Mal. An null Räume so gut wie. Ja, gut, nicht null, aber. Ich sag immer, wer solche Spiele wirklich ohne Karte spielt, der ist doch eigentlich selber schuld, ne? Ja, aber, also, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel bei Benny zugucke, merke ich schon, dass der deutlich flüssiger weiß, wo er hin muss und gar nicht so oft auf die Karte gucken muss. Ist Ja, aber schon. wenn ich in einem Hack, also wenn der Hackersteller die Karte zur Verfügung gestellt hat, aus meistens einen Gründe. Ja, klar. Ja, Gibt's auch das meine ich Hackersteller, die halt. das nicht machen? Ja. Krass. Oh, jetzt sind wir im wahnsinnig coolen Rätselraum, wo ich schon wieder nicht mehr weiß, wie man hier durchkommt, aber gut. Ja, nach oben rechts müssen wir einmal. Hast du auch damit gerechnet, dass der Endgegner hier eigentlich ein Golden Treorizo ist? Wäre schön gewesen, ja. Wundert mich auch Ja, ein ohne bisschen, dass Plasma es. wär das nochmal echt eine Herausforderung gewesen, ne? Stimmt, ja, mit 45. Also, da bist du zumindest darauf angewiesen, relativ viele Supers zu sammeln. Ja, ich meine, du kannst diesen Trick auch machen, oh, wie heißt das? Mit der, wie heißt die Scheiße? Und du musst den einfach nur, du musst den Terrazzo einfach nur eine Zone runterlegen. Dann kannst du dich da nicht safe hin positionieren. Weißt du, was ich meine? Nochmal? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Na, du hast doch den Safe Point im Kampf mit Golden Terrazzo. Ja, und das geht nicht mit Supers. Das Weil du geht immer aber wieder. wie heißt der hier, mit Charge dem Beam. Spacer. Mit dem Ja. Spacer, ja. Ja, auch mit allen anderen Charge Beam Combos, glaube ich. Nee, Brauchst nicht. Eis und Dings geht, glaube ich, nicht.
Doch. Habe ich schon mal gemacht. Habe ich schon mal gemacht. Ja, ja. Du bestehst ja wirklich genau unter ihm. Das ist ja gar kein Problem. Okay. Wie auch immer ich diese Missile hier nicht mitnehmen konnte. Ich habe die echt nie gesehen, weil ich nie in der Mitte vom Raum war. Ein bisschen traurig. wenn man da allerdings hinkommt, ist die andere Frage. Aber ich habe sie, wie gesagt, nie gesehen. Das ist halt das Traurige. So, Ridley, dann komm mal, du Kleiner. So, jetzt. Nee. Man muss von da unten rauskommen. Scheint so. Ah, da, 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 da. Oder auch nicht. Okay, ich bin überfordert, wie es hier weiterging. Hier? Ja, eventuell. Ah, und dann fällt man runter. Ach, jetzt sind wir wieder in der dunklen Welt. Nein! Fuck. Bisschen Kraftausdrücke hier. Ja, absolut schlimme Kraftausdrücke. Nie schlimmere gehört. Wie zum Geier kommt man da hin? Jetzt ist auch, dass die Phoenix Wings heißen. Ja, richtig cool, ne? Ja, das ist einer der Main-Charaktere von Starcraft, heißt auch Phoenix. Aber du hast euch anders geschrieben. Aber finde ich cool. Ah, okay. Naja, ich hätte tatsächlich eher gedacht wegen Phoenix. Phoenix halt. Ne? Das ist übrigens lustig, dass du dich entschuldigt hast, dass du nicht mit Starcraft spielen wolltest. Ja, weiß ich nicht, also... Ich habe mich nur erinnert, dass du es halt nicht kanntest, also nicht gespielt hast. Ja, also ich kenne es immer noch nicht so wahnsinnig krass, aber ich habe in etwa eine Einschätzung, was für ein Gameplay hat und... Ja, ich denke, damit wird es schon eher schwieriger für mich. Ja, wie gesagt, wir machen das auch nur aus Zeitvertreib. Also da ist kein Plan, das irgendwie onzustellen. Das sollte einfach nur ein Abend sein. Ja, ja, nee, das war auch gar nicht die... Also, habe ich gar nicht so vorausgesetzt, dass das gestreamt wird. Also. Wie zum Geier hast du diese eine Missile hier bekommen? Oh, so. Das ergibt natürlich Sinn. Ich hätte schwören können, die wäre eben nicht aufgeploppt, wo ich das Ding geöffnet habe. Aber ich bin, glaube ich, genau in dem Frame runtergefallen, wo sich die Missile eigentlich offenbart hätte. Ist das, dass sie da fehlte? Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich habe die nie gesehen, weil ich da nie in der Mitte war. War hier nicht ein Durchgang nach Urde? Ah, ne, hier unten ist der Durchgang. Sehr gut. Ja, das war der spaßige Durchgang. Wie geht das nochmal hier? Verdammt. Ich beim zweiten Mal einfach mich nicht aufgeladen habe bei Ridley. Und mit mehr Energie rauskommen. Aber deutlich mehr. Nicht aufgeladen habe, bevor du zu Ridley bist. Metroid 2 ohne Map. Ja, Metroid 2 kannst du nur ohne Map spielen. Ja. Da wobei das... Man muss sagen, dass Metroid 2 halt dieses Höhlensystem schon hilft. Dabei so einen gewissen Überblick zumindest zu behalten. Ist halt echt der linearste Teil, den es jemals gab, ne? Das würde ich so nicht sagen. Also ich finde tatsächlich Dread linearer. Also zumindest also innerhalb der Höhlen ist es halt nicht linear. Das muss man halt sagen. Ich habe Dread halt noch nicht durchgespielt, aber... Es ist doch linearer. Ja, innerhalb der Höhlen ist es halt relativ linear, nicht linear würde ich sagen. Aber sobald du aus der Höhle rausgehst, also du hast halt die Höhlenstruktur, der du lang gehen musst. Aber bei Dread ist im Prinzip genau dasselbe. Du hast halt einen vorgegebenen Weg, wo du die Items abgrasen musst und kannst eigentlich von dem kaum abweichen. Ich fange jetzt mal einen Fisch. Achtung, oh, jetzt. Ein Fisch? Wie fängst du Fische? Meiner. Ja, warte, ich muss mal reingucken, dann fange ich ihn nochmal. Warte. Bescheid, wenn...
Warte. Achso, warte. Ja, ich seh's. Musst du bei mir. Ich seh's. Ja, komm. Fisch. Nice. Hier festhalten müssen, dass das wieder weg ist. Das sind die. Ich musste, ich habe ja nämlich Kamera gehalten. Hat man gesehen. Das da gesehen, aber auch du Dödel. Mein Toraller. Meine Frau auf der Arbeit gekriegt. Oh. Wie kriegt man einen Fisch auf der Arbeit? Geschenkt. Okay, nice. Hat das einen symbolischen Charakter oder ist das, keine Ahnung. Die angeln viel. Bitte? Die angeln viel auf der Arbeit und hatten den Wettbewerb gemacht. Ah, okay. Und da hat der Chef die dann da hingeworfen und gesagt, hier, fang dir einen Fisch. Also die angeln viel als, ja, Freizeitverabredung neben der Arbeit, oder was? Let's see einen Fisch bekommen. So, hier einmal durch. So, Sozi, ich weiß noch immer noch nicht, was du genau in Animes interessant findest, abgesehen von Krimis. Ja, was finde ich eigentlich interessant? Gute Frage. Also, ich meine, Animes haben halt den Vorteil, dass du Emotionen und Charaktere extrem darstellen kannst. Und wenn man das gut macht, dann hat es halt einen Vorzug gegenüber ja, schauspielerischen Leistungen, würde ich sagen. Aber ist nur meine Meinung. Da mag es ganz andere geben. Und dann kommt es halt drauf an, ob die Story einfach packend ist. Ja. Das muss man halt klar sagen, oder ist es von Anime zu Anime unterschiedlich, wie interessant ich das finde. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir haben ganz casual jetzt mal 100% geholt in... Kannst gleich sagen, ich kann es gleich bestätigen. Unbekannten Hack. Ist halt schon krass, würde ich sagen, dafür, dass wir... Ja, wie viele Items mussten wir nachholen? 3, ne? Also ich 4, glaube ich, du 3. Ja, ich meine, die wir tatsächlich finden mussten. Nee, ich hatte ja auch eins nicht. So, schauen wir, ob Ridley tatsächlich mehr aushält. Eine Super verschossen. Okay, bis jetzt immer noch nur eine Super verschossen. Da weiß ich nicht, ob ich eine zweite verschossen habe. Das Schaden ist ganz normal. 3 verschossen. Also wir haben nicht 100% geholt. Oh. Noch eine verschossen. Ich habe 81,6. Das heißt, wir müssen noch ganz, ganz viel verpasst haben. Okay. Es wäre auch verwunderlich, muss man sagen. Okay, er hält tatsächlich nicht mehr aus. Gut. Dann mache ich jetzt noch einmal die Flucht und dann geben wir uns damit geschlagen, dass wir leider nicht... die volle Prozentzahl haben. Ja, welchen wollen wir denn danach machen? So Little Garden oder wie hieß das andere? Was? Was? Was ist los? Yo, ich bin gebuggt. Sozi-Bugs. So läuft das nämlich, meine Freunde. Okay. Was ist das? Wo kommt das her? Laufe niemals, bevor du den Space Job eingesammelt hast. In den Raum rein, oder nicht in den Raum rein und geh direkt wieder die Tür raus, die man rausgehen kann aus mysteriösen Gründen. Ja, ich sehe das, ganz spannend. Das ist mir lustigerweise bei Metroid Zero Mission auch passiert, Super Zero Mission auch passiert, dass ich mich mal gebuggt habe beim Endboss. Okay, der Raum ist ganz schön hoch. Vielleicht komme ich auf der rechten Seite lang, mal schauen. Dann, dass du im Mittelraum bist? Ja, oh, ich bin wieder drin. Ich bin in the game. Was? Ich bin irgendwie wieder durchgefallen. Ja, aber jetzt sieht alles scheiße, es sieht alles doof aus hier. Was ist hier los? Alle Blöcke sind an falschen Stellen. Dafür ist die Säure nicht da. Was passiert hier? Okay, nein, wieso ist hier Säure? Und jetzt, oh mein Gott, das wird eine krasse Flucht ohne Space Jump. Geh da durch. Oh fuck, hier kann man nicht durch, oder?
Oh nein. So, unten hat es auch lange, oder? Nee, das, die Dinger funktionieren nicht mehr. Oh, dann bist du am Arsch. Ja, so ziemlich. Den hatten wir ja schon gebildet, den Fisch. Reicht. Oh mein Gott, ich bin draußen. Perfekt. Okay, das sieht mega nach Grafikglitches aus. Nein, geh hier durch. Geh hier durch. Hallo. Grapple. Hallo. Grapple, Grapple, Grapple. Und wieso haben sie kein Varia eingebaut? Das finde ich immer noch ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, wo... Das hier sieht nicht richtig aus. Soll ich hier ins Bild kommen? Ja, 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 ja. Ich sagte die ganze Zeit Hallo und du reagierst nicht. Come on. Dann sehen wir zumindest nochmal gebackte Flucht hier. Wutzi! Ja. Lenny sagt dir die ganze Zeit Hallo und du reagierst nicht. Hallo Lenny, ich hab dich nicht gehört, tatsächlich. Das ist gute Rauschunterdrückung wohl von Hintergrundgeräuschen bei euch. Na, gute Nacht, Lenny. Gute Nacht, Lenny. Nee, wir sind nicht unterschiedlich weit, wir sind beide durch. Wir haben jetzt nur noch mal Items gesammelt. Oh, ich sehe nicht mehr, wo hier die Plattformen sind. Oh, das ist... Hä? Die Plattform wieder gestimmt, hier die oben ist wieder nicht mehr sichtbar. Oder falsch platziert, da gibt's keine. Was? Da ist keine Plattform. Warum ist da keine Plattform? Warum ging's hier nicht lang? Nein! Come on! Was? Wo ist hier, wo geht's hier weiter? Hier? Nein! Mach die Tür auf, die es nicht mehr gibt. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ja! Ja! Nein, nein, nein! Dadurch! Ja! Ja! Bugflucht geschafft. Ja, was wollen wir denn spielen? Hier das Hot World oder das Solid Garden? Okay, sag nochmal kurz was zu den beiden. Das eine ist Hot World, das andere ist Solid Garden. Ich hab keine Ahnung. Solid Garden? Ja. Und das andere heißt? Hotland. Hockland? Hot, H-O-T. Hotland, okay. Ja, also Hotland spricht mir schon ein bisschen an, im Sinne von ein paar Heatruns und so. Moment. Kann ich das jetzt einfach starten? Dann würde ich einfach mal sagen, GG dafür, dass wir keine 100% geholt haben, aber wir waren gar nicht so weit weg. Zumindest wir noch ein paar. Aber es, ja, es wäre auch ein bisschen zufällig gewesen, tatsächlich, wenn wir es geschafft hätten, da die 100% zu holen. Und halt zufällig über die letzten Sachen gestolpert wären. So. SLG heißt So Little Garden. Sehr schön. So, ich starte, ich bin dann jetzt hier im Start-Game-Modus. Die Hauptverbindung vom Start bis zu den Höhlen ist recht linear, aber innerhalb der Höhlen kann man durchaus schnell verlaufen. Ja, das würde ich auch so sagen. Kommt halt drauf an, ne? Wenn man halt das mit dem Höhlenmodus nicht checkt, dann... Ja, 81,6%. Okay. Wir geben uns geschlagen, dass wir nicht die 100% hinbekommen und auch nicht 90%. Aber es ist krass, wie viel es noch geben soll. Wahrscheinlich echt noch ein paar Powerbomben, schätze ich. Ja. Gerade so in letzten Gebieten, kurz nachdem wir die Powerbombe bekommen haben, haben wir eigentlich gar nichts mehr gesucht, so richtig.